Die Kirche Unsere liebe Frau, die obere Pfarre. Wie ein Schiff fragt die obere Pfarre aus dem dichten Häusermeer. Mit dem Bau der dreischiffigen hochgotischen Pfeilerbasilika wurde 1338 begonnen. 1387 konnte das Langhaus geweiht werden. Der steil aufragende Ostchor wurde 1392 errichtet. Er hebt sich von dem eher schlicht gehaltenen Langschiff ab und gilt als eines der Hauptwerke fränkischer Gotik. Es ist durchaus denkbar, dass die Bauherren hier mit der Nürnberger Hauptkirche St. Sebaldus konkurrieren wollten. An die Nürnberger Kirche erinnert auch das Brautportal mit der offenen Vorhalle. Im Tympanon findet sich die Darstellung der Krönung Mariens. Auf den seitlichen Postamenten stehen die fünf klugen und die fünf törichten Jungfrauen. Unter dem Baldachin schloss im Mittelalter der Priester die Ehe. Die Neuvermählten betraten danach als getrautes Paar die Kirche. Ab 1711 begann man mit der Barockisierung des Kircheninneren. Im Mittelschiff zog man eine abgehängte Decke ein. Die Gemälde in den Deckenfeldern entstanden erst wesentlich später, sie stammen aus dem 19. Jahrhundert. Der Chorumgang blieb von der barocken Umgestaltung baulich unberührt. Doch lenken die barocken Altäre in den 13 Kapellen von dem mittelalterlichen Raumeindruck ab. Besonders schön im Chorumgang ist das Sakramentshaus von 1430. In den Geschossen über der Nische mit dem Tabernakel stehen die Figuren der Apostel und der Evangelisten. Im unteren Teil ist die Grablegung Jesu dargestellt. Der prächtige Hochaltar wurde von Fürstbischof Lothar Franz von Schönborn gestiftet. Im Mittelpunkt steht eine geschnitzte Maria mit Kind aus der Zeit um 1250. Sie stammt aus der Kölner Schule. Sechs marmorierte Säulen tragen den wuchtigen Altarauszug mit der Darstellung des sitzenden Gottvaters und der Taube als Symbol für den Heiligen Geist. Die Kanzel stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert. Auf dem Schalldeckel steht Maria im Strahlenkranz. Schnitzfiguren der zwölf Apostel und des Salvators zieren die Pfeiler. Sie stammen aus der Werkstatt von Josef Wittmann und entstanden um 1481. Aus gleicher Zeit stammt der Christophorus am linken Anfang des Chorumgangs. Sehenswert ist auch der Schmerzensmann. Eine besondere Arbeit ist das Gemälde mit der Himmelfahrt Marias. Es stammt von dem italienischen Maler Jacopo Tintoretto. Der schlanke Turm war lange Zeit Bestandteil der Stadtbefestigung. Etwas ungewöhnlich wirkt der Turmabschluss mit der doppelstöckigen Türmerstube. Bis 1923 wohnte hier oben ein Türmer. Seine Verpflegung konnte er sich mittels einer Seilwinde in seine Stube heraufziehen, sodass er tagelang in seinem Ausguck ausharren konnte, ohne hinunterzusteigen. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.